So, wir fangen an mit der Aufstellphasen für Barbarossa. Das ist, gucken wir mal, die Kommandopunkte. Ich würde sagen, da hole ich mir das da jetzt mit diesen Panzern. Weil ich schon die ganze Zeit Feuer wollte. Machen wir das hier jetzt, ja. Ich glaube, bei Barbarossa wird sich das mehr als nur auszahlen. So. Dann werden wir Folgendes tun. Wir werden... Diese Panzer kosten uns ja nichts. Wenn wir sie aktualisieren, ja. Aber dann können wir diese Erfahrung mitnehmen. Das werden wir jetzt halt auch tun. Machen wir das so. Und machen das so. Gehen hier in Einheiten und sehen, wie Mathildas kosten uns nichts. Und das gleiche machen wir auch hier mit dem. Zack. Kosten uns nichts. Das ist so genial. Ich meine, die Mathildas, die haben eh schon gute Werte. 13 Verteidigung, der eigentlich auch. Also, da müssen wir jetzt ihm nochmal neues Zeug geben, aber pff, das ist sowas von egal. Das passt hier. So, ihr habt ja auch hier das Zeug schon, aber hier müssen wir ein bisschen was ändern. Ausrüstung. Du raus und dir geben wir, du hast das, du hast das. Dann geben wir zusätzlich Munition. Du hast zusätzlich Munition. Raus. Zusätzlich Munition. Und das mit den Aufstiegen machen wir gleich in Ruhe. Die haben auch die Beförderung automatisch mit drin. Wunderbar. Das machen wir da gleich. So, dann. Beförderung. Machen wir das. Das passt. Hier machen wir erschütternder Schlag. So. Das ist keine Helden-Einheit, darf man vergessen. Also, aber trotzdem wieder steigt, das Wahnsinn. Machen wir hier das mit dem Schlag von Support. Dann ist der wirklich gut geschützt. Also. So, 15. Das gehe ich am Ende nochmal kurz durch. Warte, das gehen wir nochmal durch. Das passt. So, ihr. Machen wir das. Ja. So, ihr habt alles. So, dann machen wir hier mit dem Mathildas das Thema Ausrüstung. Kriegt ihr mal das. Das machen wir mal so als Standard bei denen. Bei dem natürlich auch. Bei dir würde ich sogar sagen, mache ich diese Panzerplatte noch zusätzlich rein. Dann ist, hat der 13 wie die Mathildas, dann passt das. So, ihr bekommt das MG. Und das MG kriegst du auch als Standard. So. Ich mal gerade Munition 5 ist in Ordnung. So, Pionier. Munition. Jetzt ist die Frage, Erfolg aktivieren Funktionen können bedienen man das Gerät das Ende. Das könnte mit Hilfe von Infanterie natürlich sehr nützlich sein. Aber das hier vielleicht mal für Entfernung.
über Hindernisse schwer Wald Stadt hinweg. Okay, das ist schon mal ganz gut. Es kann nur zwischen den Feldzügen oder in der Bereitstellungsphase installiert werden. Die Anzahl der Aktivierungen kann in einer Instandsetzungszone wieder aufgefrischt werden. Ah, okay. Ich werde das jetzt mal testen. Dafür seid ihr jetzt optimal auch geeignet. Nur der hat eine gute Verteidigung jetzt. Plus 5, Wahnsinn. Ist der jetzt gut gerüstet? So, das hier bleibt. Das auch, das auch. Ja. So, da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Panzer einhalten. Mal gucken, ob das reicht. Weiß ich noch nicht genau. Passt. Passt, passt. Panzerabwehr, hast eine Beförderung. Mal das. Hat mich schon einiges gekostet jetzt, aber das ist egal. Ich will mir auf jeden Fall noch eine Panzer. Na, das mache ich jetzt. Komm. Bevor ich dann nachher noch mal drüber nachdenke, groß. Nee. Also Panzerabwehr, holen wir eine noch mit. Und eine mobile Artillerie kommt noch mit. So. Kriegt jetzt gerade mal Ausrüstung. Also erstens Munition Pionier. Sag mal, Treibstoff haben die alle. Ja gut, die haben 15 Treibstoff nur, ne? Oder so. Was war es? 15, 20, ja. Ne, es geht nicht. Die brauchen da Treibstoff. Es geht nicht. Das geht sonst nicht. Das ist so Panzerabwehr. Der geben wir, was ist denn den? Das Treibstoff ist genauso beschissen. Aber die sind ja eben mehr im Hintergrund, deswegen kann man das dann außen vor lassen. Aber Munition auf jeden Fall. Und diesen Pionierstrupp würde ich sogar sagen. Oder macht ihr. Nee, wir machen es MG, stimmt, weil das Ding hat hier nochmal Verteidigungswert gegen Luft auch. Und. Das wäre eine Überlegung. Ja, das machen wir auch. Das mache ich gleich offscreen mit der Panzerbenennung, weil das wird dann ziemlich nervig. Das muss ich offscreen alles machen, ja. Die erste, die zweite. Das hier müssen wir, glaube ich, auch umnehmen, weil ich die hier umgestellt habe. Ne? Ja. Ja, das mache ich offscreen dann gleich. So, aber hier ist alles in Ordnung. Passt, passt, passt. Passt, 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 passt. Passt, passt. Fallschirmjäger werden nachher eingesetzt. So, befördern. Niederschlag Support. Gibt's nichts Neues? Ne. Gibt's dann Stern? Ebenfalls. Gibt's dann Stern? Okay.
So, hier müssen wir was ändern. Torpedos. Wir kriegen Panzerbrecher jetzt. Achso, du hast ihn schon. Ach, du hast keinen Zusatztank. Okay, der Zug. Den geben wir mal flak. Und gehen mal die Panzerplatten, würde ich sagen. Dann passt das. Ja. So. Dann würde ich sagen, das passt. Wir haben jetzt eine Panzerabwehr noch. Wir haben noch eine Artillerie. Drei Panzer. Jetzt gehen wir mal das durch. Moment, da fehlt was. Und zwar das hier. So. Passt. Passt. Passt, passt, passt. So, ansonsten ist hier alles. Gut, dann mache ich jetzt ganz kurz einen kleinen Cut, weil ich tue jetzt noch schnell die Einheiten umbenennen und dann werden wir noch die erste Mission, dann machen wir noch die Aufstellung. Das machen wir noch auf jeden Fall. Okay. So, alles umbenannt. Ich würde sagen, wir legen los. Ja, let's go. I have signed Directive 21. We attack the Soviet Union on the 22nd of June. At last, the time has come to commence Operation Barbarossa. It's long overdue, let me tell you. The Soviets have been getting bold these last few years. I'm sure the Wehrmacht will smash right through their outdated defenses. I agree. We are well prepared for the invasion while the Soviet combat readiness keeps deteriorating. Besides, our diplomatic service has old man Stalin convinced we are his staunchest allies. If our armies can quickly breach the enemy defenses and gain momentum, this campaign will be no more than a military exercise. Gentlemen, you are correct. But the devil is always in the details. The Soviets have a huge advantage in material resources, and their reserve may as well include the entire population of the USSR. Not to mention the fact their leadership barely gives a second thought to casualties, whether among civilians or the military. If we make a misstep, the Blitzkrieg becomes a trench war, and that is where the Soviets will simply outlast us. The scale of the operation is a different beast entirely. The first phase of Operation Barbarossa requires the capture of Western Ukraine, Belarus, and Lithuania. We're looking at endless forests, swamps, rivers, thousands of square kilometers of the most nightmarish cross-country you can imagine. During this operation, we'll need to capture Brest-Litovsk, Białystok, Baranovichi, Minsk, Lutsk, Rovno, Lvov, Ternopil, Kaunas, and finally Vilnius. Our offensive will be supported by our allies' troops, Italian, Hungarian, and Romanian. Romania has lots of issues to settle with the Russians, so its troops should be very eager to serve as a polite reminder. One more thing. According to our intelligence network, a large part of the Soviet Air Force is currently located on airfields close to the border.
the northwestern, western, and southwestern one. There is practically no anti-aircraft defense there. A great opportunity to destroy the enemy planes on the ground before they can take off. That is most opportune. Thank you for the timely update. We must not let this information go to waste. Do not forget, gentlemen, under no circumstances may we lose momentum and stop pushing forward. The German economy cannot bear the weight of a protracted war against the Soviet Union. Wow, was eine Karte. Holla die Waldfee. Wo dürfen wir aufstellen? Okay. Ja. Also die Armee hier runter. Die Armee hier lang. Die Armee hier lang. Wir müssen da auch noch hoch. Dann müssen wir hier eine Aufteilung machen. Okay, fangen wir an. Also Generalspanzer, den hätte ich gerne hier. Also hier ist das Zentrum, das sehe ich hier. Das heißt, dass wir hier im Zentrum schnell vorkommen. So, dann er. Schicken wir hier runter. So, dann Panzer 4 hier hin. Du kommst hier hin. Aufklärer. Wir haben einen Italiener hier, also kommt hier ein Aufklärer hin. Und ein Aufklärer geht nach oben. Und zwar hier hin. Panzer 4 hier hin. Wir müssen darunter auch Truppen schicken. Ne? Ja. Flak hier hin. Eine Artillerie. Hier mit runter. Infanterieeinheiten. Pioniereinheit hier mit. Oh, Zug, genau. Zug hierhin, ja. Der hat das Zeug auch gekriegt, ne? Habe ich jetzt mal. Habe ich dem Zug sein Zeug gegeben? Der müsste Flaggen und sowas haben, ne? Ja, hat er auch. Gut, der ist gut verteidigt. Mit den Panzerplatten werde ich, glaube ich, noch ändern. Aber erstmal stelle ich hier alles auf. Panzer 4. Hier oben mit. Das ist. Panzer 3. Töter hierhin, so Infanterie, Pioniere, hierhin, Artillerie hiermit, Lack. Artillerie. Wie sieht denn das da oben aus? Da oben haben wir Artillerie, was schon mal gut ist. Da kommt dann noch ein Stück Geschütz mit, dann passt das. Ganze Abwehr könnten wir hier mitnehmen, ja. Panzerabwehr kommt hierhin. Und hierhin. Sturmgeschütz hiermit.
Und Sturmgeschütz hierhin. So, die Flak. Das heißt, die Armee wird ja da runtergehen, ne? Ja. Da kommst du dann noch mit? Du hast ein Arslo, du hast das hier. Infanterie kommt da noch mit runter. Zwei Panzer aus. Ah, ne, da hätte ich da doch schon noch gerne noch ein Stück. Ja, da kommt die da mit runter. Und vielleicht noch einer von den Panzern, dann wird das gehen. Die Flak kommt hier hin, weil die hier deckt, ja. So, der Panzer 3. Was haben wir hier oben? Panzer 3, das ist ein Panzer 4. Das ist eine Matilda. Ihn hole ich hier mit Artillerie. Dann hier mit. Du kannst hier mit noch. Du hier hin. Die Fallschirmjäger werden am Ende eingesetzt. Ja, Pioniereinheit noch hier hin. Sieht denn das da oben aus? Ist da, da oben haben wir noch. Da oben kommt dann jetzt. Dies. Wo man eine Pioniereinheit mit, oder? Ich muss mal kurz was gucken. Unterschied zwischen Pionier. 8827. Moment, ich muss gucken. Reserve. Also vierte Pioniereinheit und erste Infanterieeinheit. So, vierte Pioniereinheit. 8221. Und erste Infanterieeinheit. Ziemlich gut. Ist genauso, obwohl die nur einen Stern hat. Der 10, der 3. Dann wäre eine Pioniereinheit da oben dann doch effektiver. Dann werden wir die auch hier erstmal mitnehmen. Dann holen wir hier die Infanterieeinheit mit. Dann kann die ja schneller vorstoßen. Und die Pioniereinheit hole ich hier mit. Und die stelle ich dann nachher noch auf. Die stelle ich vielleicht in den... Muss ich mal gucken. Also ich denke, die zwei werden wir noch hier mit runternehmen. Dann haben wir hier die Truppe, die wo hier durchgeht. Hinzu kommt, wir haben hier noch die Italiener, dann passt das, ja. Ihr geht hier und unterstützt das dann vielleicht sogar hier noch, ja. Da oben würde ich sagen, da geht ihr mit. Hol ich hier die zwei Panzer mit und dann würde ich sagen, da sollte vielleicht sogar. Sollten die schaffen. Das da oben ist halt problematisch, das hat echt alles. Hier da lang, na gut, die sollten das hinkriegen. Die sollen hier unterstützen. Und dann können die dann nachher den Schwenk hier hin machen. Das Gebiet hier, ja. Da oben kommen noch zwei Fallschirmjägereinheiten hin, die wohl nachher im Rückraum diese Gebiete dann noch erobern. Und die anderen Fallschirmjäger kommen nachher hier hin, die will ich dann, hier zu unterstützen, irgendwo mitten, am besten vielleicht sogar hier in den Waldgebiet, da muss ich hier keine Panzer reinschicken. Sind zwar mit Straßen verbunden, aber das Gelände ist halt echt ätzend. Okay, Luftwaffe. Müssen wir uns das jetzt mal angucken. Die Luftwaffe da oben, würde ich sagen, da kommt noch eine Stuka mit. Und noch ein Jäger. Und dann sollte das passen. Die können dann hier noch unterstützen, gleichzeitig auch hier
Ja, das passt. Das reicht dann auch. Ja, wen geben wir denen dann mit? Den, ihn hier. Die Spitfire. Vor kurz was gucken. Spitfire, was denen ihre Angriffswerte sind, der von der Messerschmidt. Die Spitfire hat mittlerweile... ...13-2, 12-2. Bisschen schlecht in der Verteidigung, aber gut im Angriff. Dann würde ich sagen, die Spitfire kann da oben mit. Das kriegt sie hin, ja. So, und die Hauptluftwaffe zentral hier unten. Die Stuka werden erstmal hier und dann könnt ihr nachher hier unten auch unterstützen. Müssen wir aber mal gucken, was uns da erwartet. So, ihr kommt erstmal hier hin. Hier hin. Stuka hier hin. Die Bomber, ich muss mal kurz gucken, habe ich das mit den Ausrüstungen bei den Bombern gemacht? Hoffentlich. Zusatztank. Ja, okay. So, hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Machen wir hier. Stellen wir sehr zentral, dass wir da überall hinkommen. Gut, Fallschirmjäger, die und die eine Infanterie, vielleicht in den Norden. Ich denke, die werde ich im Norden dann aufstellen. Beim Norden bin ich schlechter besetzt. So, im Süden macht ihr das hier. Dann würde ich sagen, dass die... Ja. Ihr geht dann hier nachher in den Wald, werdet da unterstützt noch mit ihm und ihm. Und dann haben wir hier die Armee, die wo hier durch, das sollte voll passen. Da kann ich vielleicht noch, da sind ja noch Italiener, das darf man auch nicht vergessen. Italienische Panzer sind jetzt nicht der Hammer, aber was haben wir denn hier? Noch eine Infanterie der Italiener und hier haben wir noch Fallschirmjäger der Italiener, interessant. Die haben noch Fallschirmjäger hier sogar, okay. Ja gut, dann passt das doch. Ja, das passt. Gut, Leute. Das ist dann die Aufstellungsphase. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's los mit der Operation Barbarossa.